Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Schwaben oder Oberbayern, jeden Monat sende ich Ihnen so ein kleines Video zu einem aktuellen Thema aus Brüssel. Und dieses Mal habe ich hin und her überlegt und habe mich dann für das Thema Finanzen entschieden, denn ohne Moos nichts los. Die EU-Haushaltsverhandlungen sind spannend und politisch wie noch nie. Beim Thema Finanzen treffen jetzt in Brüssel auf einmal Themen zusammen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Brexit und Trump. Menschen auf der Flucht und der Verlust von Rechtsstaatlichkeit. All diese Themen sind zusammen in einer großen Gemengelage, die ich für Sie jetzt ganz kurz aufdröseln möchte. Der neue Etat, und so viel ist jetzt schon ganz klar, wird vollkommen anders aussehen müssen als das alte Budget. Das alte Budget läuft bereits seit 2013 und wird 2020 auslaufen. Aber seit 2013 hat sich wahnsinnig viel getan. Denken wir nur dran an den Austritt Großbritanniens. Durch den Austritt fehlen uns künftig 12 bis 13 Milliarden Euro pro Jahr im EU-Topf. Zugleich haben wir aber neue Aufgaben zu erfüllen, zum Beispiel die gemeinsame Verteidigungspolitik oder auch den Grenzschutz. Das kostet zusätzlich Geld. Der Konflikt Brüssel mit den osteuropäischen Staaten eskaliert zusehends, vor allem mit Polen und mit Ungarn. Sie provozieren, finde ich, mit der Verweigerungshaltung in der Flüchtlings- und Migrationskrise und sie betreiben fortwährend Demokratieabbau. Tagtäglich. Frankreich und Deutschland haben jetzt auch im Rahmen der EU-Gelderverhandlungen ganz klar gemacht, dass EU-Gelder künftig an entsprechende Bedingungen geknüpft werden müssen. Boah, die Osteuropäer, die werden da wohl kaum mitmachen, das kann man sich vorstellen. Und am Ende müssen alle beim Etat einstimmig mitstimmen. Es wird eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, jedoch lassen Sie mich nochmal zurück zum Anfang gehen, zum Brexit. Das Brexit-Finanzloch könnte man ungefähr zur Hälfte mit Einsparungen auffüllen und zur anderen Hälfte müsste aber frisches Geld hinein, sagt Haushaltskommissar Günther Oettinger ganz klar. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen zusätzliche Mittel bereitstellen. Neue Aufgaben der EU müssen nach den Vorstellungen von Oettinger ungefähr mit 80% frischem Geld finanziert werden. Der bisherige Beitrag der Mitgliedstaaten von ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts wird somit nicht mehr ausreichen. Das heißt ganz klar, und so sagt es der CDU-Mann, wir brauchen 1% plus irgendwas dazu, also 1% plus X. Die Frage ist aber jetzt, wo soll das Gold herkommen? Würde Deutschland 1,2% von unserem Bruttoinlandsprodukt nach Brüssel überweisen, wären das 10 Milliarden Euro mehr als bisher. Das hat unser Wirtschaftsminister Gabriel das letzte Mal bei einem großen Treffen mit vorgerechnet. Er selbst sagt ganz klar, er hätte damit keine Probleme, macht aber auch deutlich, dass das nur geht, weil wir Deutschland wirtschaftlich und finanziell so gut stehen und weil wir sowieso Nettogewinner in der EU sind. Aber, und das ist auch ganz klar, die EU müsste das vorhandene Geld, das Geld, das dann in den Töpfen ist, effizienter einsetzen. Und es ist kein Gegensatz zu sagen, wir sind bereit, mehr Geld zu geben, aber wir sind auf der anderen Seite, fordern wir, dass das Geld effizienter eingesetzt wird. Da teile ich unbedingt die Meinung von Gabriel. Das sehen in Deutschland aber manche anders, zum Beispiel die CDU-geführten Finanzministerien und so weiter, die sagen ganz klar, das ist auch vorstellbar, dass wir diese Brexit-Finanzlücke einfach als Lücke lassen und einfach mit weniger Geld neue Aufgaben schultern, ohne dass Geld dazukommt. Das kann nicht funktionieren. Für zielgerichtete Gelder und für punktgenaue Förderung und für einen wirklichen Mehrwert für die Menschen und für die Umwelt kann man doch sinnvoll Geld einsetzen. Aber na klar, für die Förderung mit der Gießkanne, wie es zum Beispiel momentan im Agrarbereich ist, nämlich die Flächenförderung, diese Zeit ist lang abgelaufen. In Westeuropa und sicher auch bei Ihnen und auch bei mir wächst natürlich ein Widerwille, Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien und manchmal auch die Slowakei weiterhin mit Milliarden zu versorgen, wenn dort zu wenig Solidarität rüberkommt. Die Kohäsionspolitik, ein schwieriges Wort, so die Politik, die eigentlich die Unterschiede zwischen den reichen und den armen Ländern ausgleichen soll. Die Kohäsionspolitik, die passt doch nur dann, wenn man mit den Mitteln gleiche Ziele verfolgt. Und zwar Ziele, die man national verfolgt und europäisch. Und das ist genau der Punkt, und da sind wir uns mit Frankreich einig, die Zahlungen müssen künftig an Bedingungen geknüpft werden.
darunter auch die Bedingungen des Rechtsstaates. Hier müssen alle demokratischen Verhandlungskräfte Stärke beweisen. Denn wenn Staaten ihre Gerichte kalt stellen, steigt auch die Gefahr, dass das Geld versickert und dass es überhaupt keine Kontrolle mehr gibt. Dann würden die Gelder und auch die ganze Grundlage der Kohäsionspolitik, der Politik, dass die Länder angeglichen werden, entfallen. Das wäre ein Desaster für die EU. Unser Grundproblem ist, dass die EU mittlerweile gar nicht mehr nur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist, sondern teilweise in entgegengesetzten Wegen und Pfaden. Wir haben ein unterschiedliches Verständnis von der Entwicklung der EU. Wenn wir uns aber unterschiedlich entwickeln wollen, ist die Frage, gibt es dafür noch gemeinsames Geld? Erst gemeinsame Ziele, die können als erstes festgelegt. Dann gemeinsames Geld. Bis Ostern will die Kommission jetzt vertragsrechtlich prüfen lassen, ob es möglich ist, Demokratiesündern ganz klar Geld zu kürzen. Dies könnte in Zukunft Länder zum Beispiel wie Polen treffen. Denn Brüssel sagt, diese Beschneidung der Unabhängigkeit der Justiz ist so maßgeblich, dass hier von Rechtsstaatlichkeit keine Rede mehr sein kann. Doch eins ist klar, und das ist die schlimmste Meldung immer zum Schluss. Der mittelfristige Finanzrahmen kann nur durch alle Staats- und Regierungschefs einstimmig beschlossen werden. Und wenn es wirklich so wäre, ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dass es nicht gelingt, die geltenden Bestimmungen neu weiterzuentwickeln, dann würden einfach die alten Bestimmungen, der alte Haushalt weiter gelten. Eine Spaltung zwischen Ost und West würde tiefer sein. Und so eine Spaltung wäre vor beginnenden Brexit-Verhandlungen eine Katastrophe. Das befürchtet man in Brüssel, dass die Briten das sofort ausnutzen würden. Kurz gesagt, Haushaltsplanung in Brüssel, boah, derzeit ein Eiertanz. Aber ich sag's Ihnen, Haushaltsplanung in Brüssel, so politisch wie nie zuvor. Grüße aus Brüssel, Ihre Maria Neuchl.